Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Einhorn-Video von mir und den größten Grund dafür zeige ich euch gleich. Und dazu gibt es auch eine Story, also bleibt unbedingt dran. Also als erstes hier haben wir Fluffy. Also wundert euch nicht, dass der so Geräusche macht, weil der ist gefüllt mit so weißen kleinen Kügelchen. Und der hat auch hier unterm Arm ein Loch. Das werde ich heute noch nähen. Und dann schaue ich, dass ich den diese Woche wieder zurückgebe, denn der gehört gar nicht mir, sondern ein paar netten Mädels aus der Siebten. Duffys aus dem Legoland und wir haben ihn da gewonnen. Also da musste man in so schwarze Körbe mit Bällen reintreffen und wir haben es recht oft geschafft, meine Gruppe und ich. Und da haben wir den bekommen und am Ende hat es den Lehrern auch noch gut gefallen, haben wir den auch noch eingebracht. Aber die haben den dann auch verschenkt und der kam dann auch durch Zufall zu den beiden netten Siebtklässlerinnen und dann dachte ich mir so, ich kann euch nicht das Einhorn wegnehmen. Außerdem habe ich selber schon genügend Einhörner und ich glaube, ihr könnt noch etwas mehr anfangen mit Fluffy. Aber heute ist er noch bei uns. Zu Fluffy gibt es auch noch eine interessante Geschichte zu erzählen, nämlich eine frühere Freundin von mir. Ich möchte nicht, dass ihr ihren Namen in die Kommentare schreibt, auch wenn ihr wisst, wer es ist, weil ich bin nicht so wie sie und ärgere einfach irgendwelche Leute, in denen ich sie fertig mache. Das mache ich nicht. Auf jeden Fall hat sie sich umgedreht. Sie war halt mit ihrer Freundin gerade auf dem Weg zu dieser Drachenachterbahn. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal im Legoland wart. Und da hat sie sich umgedreht und hat gesagt, das ist aber ein hässliches Einhorn. Oh mein Gott, was sind das für komische Augen. Ich muss sagen, was ich schon echt eine richtige Frechheit fand. Aber naja, jetzt muss ich Fluffy so etwas nicht mehr anhören. Eure Meinung generell zu Einhörnern und natürlich auch zu dem lieben Fluffy in die Kommentare. Ich muss sagen, er ist schon echt süß, vor allem er ist pink. Und hat blaue Augen. Ja, okay, die Augen sind jetzt vielleicht nicht so einhorntypisch, aber er hat doch schöne große Augen. Ich weiß gar nicht, was diese Person hatte. Ja, vielleicht war sie eifersüchtig. Weil 2 Monate zuvor hatte sie auch ein Einhorn. Das hat aber auch den Siebtklässlern gehört und nicht ihr. Als nächstes habe ich noch diese Einhorn-Powerbank. Die ist so türkis. Sagen wir mal so, das Einhorn ist türkis. Und die Mähne davon ist pink. Das hat auch so ein Rainbow-Horn, wie man vielleicht gut sehen kann. Ja, fokussiert recht gut. Und die gibt es bei Amazon, hat glaube ich nur 15 Euro oder so gekostet. Kann man sich auf jeden Fall anschaffen, ist aber nur für iOS, nicht für Android. So eine Einhorn-Cappy, die ist glaube ich von Tally Whale, hat auch nicht viel gekostet. Und da drauf ist ein Einhorn, ich hoffe man sieht das. Ich setze jetzt wie gesagt nicht auf, es würde ein bisschen komisch ausschauen mit der Frisur hier. Und dann habe ich noch einen Klebeband-Abroller in Einhornform, ist so silber. Und wie ihr sehen könnt, war dieses Washi-Tape hier mal so in einem glitzerigen Pink, wie das einfach fokussiert und ich dann gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das in so einem Pink und der ist jetzt leer und ich werde mir einen neuen besorgen müssen. Und ich habe noch so einen Kugelschreiber, der funktioniert aber leider nicht. Fokussieren? Naja, ist auf jeden Fall recht bunt. Noch ein paar so kleine Einhornfiguren, die zeige ich euch jetzt einfach mal alle. Also so eins, ist so ein bisschen herbstlich sieht das aus. Dann so ein ganz großes. Also das habe ich noch von früher, als ich noch damit gespielt habe, ja. Von vor 5 Jahren oder so habe ich das noch übrig. Ja, und die habe ich mir einfach zur Dekoration aufgehoben. Und ja, ich spiele damit nicht mehr. Nur falls jemand auf verrückte Ideen kommen könnte. Ich bin dafür schon etwas zu alt. Als nächstes habe ich noch diese Handcreme hier. Die ist hier oben rosa und unten der Verschluss ist pink. Und da drauf ist ein Einhorn, ist von Rossmann, steht übrigens auch da unten. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde da unten nicht Rossmann stehen, wüsste ich auch nicht mehr, woher die ist. Die habe ich jetzt schon so ein halbes Jahr oder so. Auf jeden Fall ist sie ganz gut, aber ich bevorzuge doch andere Handcremes. Ist jetzt auch keine Werbung, ich zeige es euch einfach nur so, weil halt ein Einhorn drauf ist. Auf jeden Fall habe ich dieses Einhorn auch mal gewonnen. Was heißt gewonnen? Es war so ein Schießstand und ich habe da ein paar Mal getroffen mit einer Freundin von mir. Und dann haben wir dieses Einhorn bekommen. Sie hat auch eins, ich habe auch eins. Und sie hat ein lilanes und ich habe ein blaues, wie man sehen kann. Ist auf jeden Fall auch recht süß. Habe ich ja auch in meinem Zimmer zur Dekoration sitzen. Jetzt haben wir wieder ein Einhorn. Wer hätte das gedacht? Ein weißes. Es ist sehr blüschig, wie man vielleicht sehen kann. Wie einfach das ganze Licht auf das Einhorn geht und man mich gar nicht mehr sieht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und es hat auch eine rosa, pinke. Okay, in der Kamera sieht das eher pink aus, aber es ist eigentlich rosa. Mähne und auch so süße Augen hat das auch. Und ja, auf jeden Fall gehört das nicht mehr. Als nächstes habe ich hier noch dieses süße kleine Einhorn. Also ihr müsst schon zugeben, auch wenn ihr keine Einhörner mögt, das ist doch echt niedlich, oder? Es hat so ein kleines Plüschtier, hat hier auch so einen Regenbogen, so eine hellblaue Mähne
und meine Kamera dreht gerade wegen den Flügeln durch und stellt das Einhorn nicht scharf. Dann habe ich noch so eine Einhorn-Taschentücher-Box. Da drauf sind auch mehrere so kleine Einhorn-Sachen. Nicht nur Einhörner, zum Beispiel auch ein Panda und eine Katze. Also, das war's auch mit dem Video. Wenn ihr auch Einhörner genauso liebt wie ich, dann gebt dem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben, dass ich das sehen kann. Und wenn ich Fluffy mal wieder ausleihen soll, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Dann klaue ich den Siebtklässlerin mal wieder ihren Fluffy. Auf jeden Fall, den bringe ich euch wieder zurück, wenn er genäht ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.